Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Im letzten Part haben wir Rocco, den Arenaleiter von Marmoria City, in Grund und Boden gestampft und uns auf den Weg gemacht zum Mondberg, und genau da werden wir jetzt auch reingehen. Weit kommen wir aber nicht. Hey, wenn das mal nicht Svenja ist, dann bist du also auch hier in Kanto. Unter den Trainern hier gibt es auch ein paar richtig harte Brocken. Jemand, der Pokémon trainieren will, ist hier also an der richtigen Adresse. Svenja, dass du sehr stark bist, weiß ich schon gut genug. Und trotzdem lasse ich dich hier nicht ohne einen Kampf gehen. Alles klar. Er will es ja nicht anders. Eine Herausforderung von Rivale Basti. Oh, du hast Sneebel vorne. Ich hatte irgendwie gedacht, du hast Golbat vorne. Egal. Mach mal Ladungsstoß, ist ja egal. Ich hatte irgendwie mit Golbat gerechnet, aber okay. Macht nix. So hoch im Level ist er nun auch wieder nicht. Wir können, glaube ich, an irgendeinem Wochentag auch in der Drachenhöhle auf ihn treffen. Da können wir dann mit ihm zusammen einen Doppelkampf gegen Siegfried und Sandra veranstalten. Nur so zur Info. Werde ich, denke ich, nicht zeigen, weil es wirklich nur ein Kampf ist. Und ist eigentlich nicht so interessant. Aber da können wir ihn auf jeden Fall regelmäßig antreffen. Ansonsten ist das hier, glaube ich, der letzte reguläre Kampf gegen ihn. Im Pergator. Sehr schön. Kann ich gleich weitermachen. Also das ist wirklich so der finale Kampf, wo er nochmal wirklich, ja, er ist ein bisschen stärker geworden. Level 50 ist auch nicht schlecht, aber er ist trotzdem keine Herausforderung. Das war er eigentlich noch nie, obwohl er macht schon ordentlich Schaden. Das muss man ihm natürlich lassen. Ja, wir sind schneller. Darauf habe ich jetzt auch spekuliert, dass wir schneller sind. Okay. Das war's mit seinem Impergator. Dann hätten wir Golbat. Das hole ich ja mit Eisstrahl vom Himmel, würde ich sagen. Ich könnte auch Michi reinschicken und so ziemlich jeden anderen auch, aber ist eigentlich relativ egal, wie wir ihn jetzt besiegen. Das ist nicht nett. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist so der letzte Kampf gegen ihn. Wir können ihn zwar noch antreffen in der Drachenhöhle, ich glaube sogar vor der Pokémon-Liga auch. Da können wir gegen ihn kämpfen. Auch einmal die Woche oder so. Vielleicht auch zweimal die Woche, weiß ich nicht. Aber wirklich so, dass er uns begegnet und uns zum Kampf herausfordert, das ist eigentlich nur noch hier der Fall. Finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht schlecht, dass sie ihn nochmal hier eingebaut haben, in Kanto. Vor allen Dingen rechnet man im Mondberg eigentlich nicht damit. Man geht rein und er kommt sofort. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht, die Idee. Sehr schön. Das sollte auch kein Problem sein. Flammenwurf. Und dann hat er, glaube ich, noch Gengar und Simsala. Kann das sein? Bin mir gerade nicht so sicher. Ist mir nicht in bleibender Erinnerung geblieben. Simsala. Da kommt Despota zum Einsatz. Hat bei Sabrina in der Arena schon gut geklappt und wird hier sicherlich auch ganz gut klappen. Okay. Knirscher. Reflektor. Das war gar nicht so dumm. Nichtsdestotrotz vermute ich, du wirst K.O. gehen. Ja, aber auch ohne Volltreffer. Und sein letztes Pokémon ist, wie schon gesagt, Gengar. Auch da können wir mit Knirscher agieren. Ich sehe schon, du scheinst nicht zum Spaß bis nach Kanto gekommen zu sein. Wie man es nimmt. Okay. Das war's. Ich glaube zwar auch ohne den Fluch wärst du K.O. gegangen, aber so
Das kannst du nicht überleben. Tschüssikowski. Na gut, wenn es dann sein muss. Ich musste noch ein wenig an meinem Trainingsstil arbeiten. Aber so schwachen Pokémon macht es mich doch wütend zu verlieren. Mir ist zwar klar, dass mich diese Kämpfe nach und nach stärker machen, aber... aber diese Pokémon sind immer noch viel zu schwächlich. Wie kann ich sie nur stärker machen? Ja. Ich könnte es vielleicht mal in der Drachenhöhle probieren. Gehab dich wohl, Svenja. Genau. Das sagte ich ja gerade. Und da das Pokémon Center hier direkt vor der Tür steht, nutze ich das auch einmal. Und dann können wir jetzt auch in aller Ruhe durch den Mondberg durch. Ich glaube, da sind auch keine Trainer drin. Und wenn, dann nur sehr wenige. Die sind mir irgendwie nicht in bleibender Erinnerung geblieben. Aber ich meine, da sind keine Trainer. Also der Mondberg hat sich wirklich verändert. Damals, rot-blau-gelb, da waren hier sehr viele Trainer drin. Und da war der Mondberg auch wirklich riesig. Hier ist er eigentlich relativ überschaubar. Und da ich das gesagt habe, werde ich mich gleich verlaufen. Da ist eine Treppe. Oh, ich habe keinen Schutz mehr aktiv. Sagt mir das doch einer. Level 8. Wow. Also sie hätten die wilden Pokémon ruhig ein bisschen stärker machen können. Ich meine, klar, sie haben sich an die Level angepasst, die Pokémon in Rot-Blau-Gelb hatten. Aber die Arenaleiter sind auch alle stärker. Dann hätten sie die wilden Pokémon auch stärker machen können. Da ist ein Ausgang. Na, ich möchte erst über die Treppe hier. Zack. Oh hey, hier ist auch ein Ausgang. Mondberg. Was ist hier in der Ecke? Wusste ich's doch. Es war so verdächtig. Dies ist der Vorplatz zum Mondberg. Es ist dein Müll, also nehme ihn auch wieder mit nach Hause. Claro. Du bist sicher erschöpft. Ruhe dich doch erstmal etwas aus. Wir können hier einkaufen. Und ich liebe diesen Shop hier, weil man sich unendlich viele Tafelwasser und so kaufen kann. Also, was heißt unendlich viele? Wenn man die am Automaten zieht, dann kann man die ja immer nur einzeln kaufen. Und nein. Und ich finde das so nervig einfach nur. Oh, eine Flasche Sprudel. Noch eine Flasche Sprudel. Noch eine Flasche Sprudel. Das ist einfach nervig. Und hier ist es ziemlich praktisch. Da kann man sich eben so viel wie man möchte auf einmal kaufen. Sollte man also auf jeden Fall nutzen. Nur nicht nachts, da haben wir zu. Nachts schlafe ich auch im Normalfall. Angeblich lässt sich Pipi hier immer bei Abenddämmerung blicken, um zu spielen. Ja, ich glaube, in der Nacht von Sonntag auf Montag kann man hier Pipi antreffen. Zumindest war das in Gold-Silber-Kristall so. Und wenn man den Felsen, auf dem Pipi getanzt hat, zertrümmert, dann bekommt man einen Mondstein. Relativ unspektakulär, aber trotzdem sehr schön. Wo bin ich jetzt? Hier. Und hier komme ich wahrscheinlich schon wieder raus, wa? Das war ein kurzer Besuch im Mondberg. Zum Mondberg. Ja. Das war, ui, wirklich ein kurzer Besuch. Also, jeder, der sich an die alten Editionen erinnert, der weiß, der Mondberg ist riesengroß. Ist ja auch der erste Berg, in den man rein muss. Und man kann sich da relativ leicht verlaufen, weil es da sehr viele Leitern gibt, sehr viele Trainer. Also es ist schon anstrengend. Und hier ist der Mondberg wirklich sehr klein. Man muss auch dazu sagen, ich finde natürlich die Grafik der vierten Generation hier besser als die der zweiten Generation. Also wenn man jetzt Gold, Silber, Kristall und Hard Gold, Soul, Silver vergleicht, klar, die Grafik hier ist besser. Mit den schönen Blumen und alles ist so ein bisschen, wie soll man sagen, nicht mehr so pixelig.
alles ist so ein bisschen abgestimmt aufeinander, hat schöne Übergänge, ist so ein bisschen dynamisch und eben nicht so extrem abgehackt wie damals, nicht so extrem pixelig. Hier gibt es einfach viel mehr Details und alles ist schön bunt. Warum hast du Level 13? Und auch wenn man jetzt Feuerrot, Blattgrün und Rot-Blau-Gelb vergleicht, klar, man sieht, glaube ich, deutlich den Unterschied. Und natürlich finde ich die neuere Grafik auch besser, ganz klar. Auch von der Spielmechanik her gibt es hier sehr viele Verbesserungen. Nichtsdestotrotz finde ich es manchmal auch schön, was von den alten Editionen zu sehen, in diesem Fall jetzt Gold, Silber, Kristall, weil das erinnert mich immer so an die Zeit, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Ich glaube, Gold kam ja 2000 raus. Ich bin 2000 eingeschult worden. Ich habe zur Einschulung Pokémon Rot bekommen und habe unmittelbar danach direkt Pokémon Gold gespielt. Zu dem Zeitpunkt konnte ich schon ein bisschen lesen, aber nicht sonderlich gut. Das heißt, ich habe ziemlich langsam gespielt, weil ich ja alles erstmal verstehen musste. Und so Sachen wie mit den, nein, Beeren oder so, das musste ich auch erstmal verstehen. Ich hatte auch so ein kleines, nicht direkt Lösungsheft, das war so eine Zeitschrift, ich weiß gar nicht welche. Die kam, weiß ich nicht, alle 2 Wochen oder so raus. Und da war dann immer ein bisschen was von der Komplettlösung drin. Und meine fing dann, glaube ich, irgendwie bei Oliviana City an. Da habe ich angefangen, das zu sammeln. Und habe dann immer die Seiten rausgerissen, fein säuberlich, und die in so einen großen Ordner mit Klarsichthüllen gepackt. Hatte am Ende auch so einen kleinen Pokédex und so. Und da habe ich dann immer nachgeguckt. Das waren noch Zeiten. Das war wirklich schön. So mein erstes Durchspielen. Dann habe ich ja nebenbei noch die Pokémon-Karten gesammelt. Und Pokémon-Sticker und Figuren. Und ich glaube, mein erstes Durchspielteam in Gold war auf jeden Fall Endivir, Voltilam, Felino, glaube ich, Taubsi und Radfratz. Und Mogelbaum. Ich weiß, komische Kombination, aber frag mich nicht. Das war irgendwie, glaube ich, so mein erstes Team. Das war schon interessant. Meine Mutter hat ja zeitgleich dann Silber gespielt und hat mir natürlich auch geholfen, weil sie ja alles wesentlich schneller lesen konnte als ich. Das waren schon schöne Zeiten. Also ab und zu spiele ich auch heutzutage noch mal ganz gerne Kristall oder so. Das ist schon ganz schön. Also Heart Gold, Soul Silver, Feuerrot, Blattgrün. Finde ich wunderbar. Tolle Remakes, aber manchmal spiele ich auch ganz gerne mal die alten Editionen. Ist so ein bisschen nostalgisch, wie ich finde. So, Azuria City, da sind wir wieder. Einmal ins Pokémon Center. Ich habe ja auf meinem Kanal bislang eben Heart Gold, Schwarz und Smaragd plus das Kristall Together mit Michi, was aber schon uralt ist und schrecklich. Die Qualität ist schrecklich, mein Kommentar ist schrecklich, aber egal. Und ja, Platin wird auf jeden Fall noch kommen und Blattgrün. Dann hätten wir alle Regionen einmal durch und Schwarz 2, das auch noch. Und irgendwann dann Pokémon X und Y. Aber auf jeden Fall hat man dann alle Regionen einmal durch. Aber ich überlege wirklich, ob ich nicht auch mal ältere Editionen nochmal spielen sollte. Also Pokémon Gelb würde ich wahnsinnig gerne irgendwann mal LP'en. Einfach Pokémon Gelb. Pokémon Gelb ist awesome. Da kommen so viele Erinnerungen hoch. Und, ja, Pokémon Gelb auf jeden Fall. Also Blau und Rot, klar, aber Pokémon Gelb ist so. Da hat man Pikachu, was hinter einem herläuft und man kriegt alle Starter. Also würde ich irgendwann gerne mal LP'en. Mit der ganz alten Musik und der alten Grafik, das stelle ich mir total toll vor, da freue ich mich richtig drauf. Würdet ihr euch das eigentlich angucken? Also, so ganz alte Pokémon-Editionen, sprich Pokémon Gelb, oder ist das zu alt? Also, ich fände das toll. Und genauso vielleicht irgendwann Pokémon Gold, Silber oder Kristall nochmal. Vielleicht auch als Challenge, als Nuzlocke oder Monotype oder Solo Run, irgendwas. Aber ich würde es gerne nochmal irgendwann LP'en, einfach mal die alten Spiele, weil man muss ja nicht immer nur die neuen Spiele LP'en. Die alten sind auch schön. Da kommen so viele Erinnerungen hoch. Also ich denke mal, irgendwann werde ich das auch machen.
So, zack. Der Trainer stand hier übrigens ganz früher nicht. Also früher stand hier kein Trainer, das weiß ich ganz genau. Hab hier nämlich oft genug auf dieser Wiese trainiert. Mein Shiggy, Bisasam, Glumanda, was auch immer. Aua, aua, aua. Stell dich nicht so an. Jetzt kommen wir von oben in den Vertania-Wald. Auch nicht schlecht. Oh, die Musik. Es ist eine neuere Version von der alten Musik und ich mochte die alte Musik schon so gerne. Oh, die ist so toll. Entschuldigung, aber da kommen wirklich Erinnerungen hoch. Es ist schon so lange her bei mir. Ich meine, ich bin jetzt 19. Das heißt, es ist bei mir so um die 12 Jahre her, als ich hier das erste Mal durch den Vertania-Wald gelaufen bin. Klar, später auch nochmal, aber trotzdem. Damals war die Musik ja auch noch sehr, wie soll man sagen, teilweise sehr schrill und, naja, halt alt. Also da finde ich die Musik hier natürlich schon schöner. Aber ich finde es toll, dass die Musik nicht komplett anders ist, Pikachu, sondern so ein bisschen einfach geremixed worden ist. Dass man quasi die alten Töne noch raushört. Das ist schön. Und wie gesagt, irgendwann werde ich Blattgrün-LPen und irgendwann auch Gelb. Und ich werde mir ein Pikachu ins Team holen. In Gelb sowieso und in Blattgrün auch. Muss einfach sein. Pikachu ist toll. Defensiv zwar nicht so toll, aber ich liebe Pikachu. Nach wie vor. Was ich da als Starter nehme, weiß ich nicht. Normalerweise bevorzuge ich Shiggy. Also denke ich mal, in Blattgrün wird es Shiggy werden. Und dann in Gelb eben Pikachu. Aber das dauert ja noch eine ganze Weile bis dahin. Tschüss, Bibor. Hab ja erstmal andere Pläne. Nach Hartgold kommt ja erstmal Platin, dann vermutlich Schwarz 2 und dann Blattgrün. Und ob wir Pokémon X und Y noch irgendwo dazwischen unterbringen können, von der Zeit her, beziehungsweise von der Technik her, das werden wir dann sehen. Aha. Und hinten dran kommen dann eben so Sachen wie Pokémon Gelb, Pokémon Gold, Silber, irgendeine Challenge. Und so weiter. Angriffsplus. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich finde auch die Farben hier drin sehr schön. Dass der Boden hier so ein bisschen moosgrün ist, ein bisschen dunkler grün und grau. Braun. Und die Bäume sind auch so ein bisschen, was ist das für ein Grünton? Weiß nicht. Hellgrün. Auf jeden Fall finde ich das richtig schön. Ein Käfersammler. Komm her. Komm her. Auf der ganzen Welt gibt es keine schöneren und funktionaleren Lebewesen als Käfer-Pokémon. Ah, ja. Ich glaube, diese Diskussion hatte ich in diesem LP schon mal irgendwann. Also, ich bin nicht so der Fan von Käfer-Pokémon. Ich mag Xerox, Yanmega und sowas eben. Nur so Bibor oder so. Smetbo mag ich. Smetbo ist toll. Aber Bibor ist irgendwie gar nicht mein Fall. Aber hier hat doch irgendwie jeder zweite Trainer ein Bibor, kann das sein? Oder bilde ich mir das nur ein? Naja. Ich mag Bienen eigentlich. Ich bin zwar schon zweimal von einer Biene gestochen worden. Und beide Male hatte ich den Stachel noch im Arm stecken. Ich meine, es piekst einmal. Es ist jetzt nicht weltbewegend schlimm, aber mir tut die Biene dann so leid, weil die Bienen sterben ja, wenn sie gestochen haben. Das ist dann irgendwie so traurig. Aber von einer Wespe bin ich noch nie gestochen worden. Zum Glück. Ich hasse Wespen. Ich habe auch panische Angst vor Wespen. Vor allen Dingen sagt man ja immer, man soll die nicht wegschlagen, sondern man soll einfach ganz ruhig stehen bleiben und warten, bis die wegfliegen. Ja, glaubt ihr, ich kann das? Oh, eine blaue Flöte. Ich brauche keine Aufwecker mehr. Sehr schön. Also ich weiß nicht, ich muss immer automatisch nach den Dingern schlagen. Blöde Angewohnheit. Ha, ha, ha. Was ich ganz schlimm finde, so im Sommer, in Zoos oder Freizeitparks oder so, wenn dann die Mülleimer so ganz voll sind mit Pommes und Süßigkeiten, Resten und so weiter,
52, nicht schlecht. Und dann fliegen die ganzen Wespen um diese Mülleimer rum. Ich hasse das total. Also ich kriege da aber total Panik. Wespen sind schrecklich. Gott sei Dank bin ich da nicht gegen allergisch. Verwunderlich, ich bin gegen alles allergisch, aber nicht gegen Wespenstiche. Warst du da mit dem Safkorn auf Level 60? Könnte sein. Ja, ich glaube. Also gegen Wespenstiche allergisch zu sein oder gegen Bienenstiche, das ist echt doof. Also ich kenne da Leute, die haben dann so einen ganz dicken roten Arm. Sieht immer ganz dramatisch aus. Und das nächste müsste dann 60 haben. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde die Idee gut. Und Safkorn auf Level 60 ist schon irgendwie... denkt man auch erstmal, oh. Ich meine, es gibt Pokémon-Hex, da kommen Safkorn auf Level 100 vor. Oder Hornleo? Ich glaube, es war Hornleo. Aber, naja. Tschüssi! Fast hätte ich dich gehabt. Ja. Aber nur fast. Ja, ich genieße die Musik. Entschuldigung. Nicht so laut! Du verjagst hier all die Käfer-Pokémon! Entschuldigung. Ach ja. Ich meine, ich finde die Pokémon-Musik generell ziemlich toll. Eigentlich in allen Pokémon-Editionen. Es gibt Soundtracks, die mag ich lieber. Welche, die mag ich weniger. So Lavandia mag ich auch gar nicht. Aber jedem das seine. Also Pokémon-Musik ist eigentlich generell gut in den Editionen. In Mystery Dungeon. In Mystery Dungeon ist die Musik so gut. Richtig, richtig gut. Die in Ranger ist eigentlich auch ganz gut. Die in Pokémon Conquest ist auch richtig gut. Ich lerne das Item. Und auch die aus Colosseum oder XD. Also man muss sagen, Pokémon hat wirklich sehr gute Soundtracks. Hi. Willkommen im Vertania-Wald. Okay, für das Willkommen komme ich aus der falschen Richtung. Aber egal. Ach, hallo Bibor, lange nicht mehr gesehen. Also wirklich. Ich glaube echt, hier gab es die Bibor im Sonderangebot oder so. Meine Güte. Zwei zum Preis von einem. Ja, schrecklich. Ich habe Smetbo viel lieber. Es geht doch. Oh nein, das habe ich nicht gewusst. Das war geraten. Ich finde Smetbo so wahnsinnig süß. Ich weiß nicht. Und weil ich Papinella noch ein bisschen schöner finde, muss ich ehrlich sagen. Also Smetbo hat diesen Kindheitsbonus, weil Smetbo eben noch aus der ersten Generation ist. Aber rein optisch finde ich Papinella eigentlich schöner. Ist Ansichtssache. Oh, du hast schon Level 55. Hab ich gar nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Naja. Schutz wirkt nicht mehr, gut zu wissen. Ich will aber wissen, ob da oben noch was ist. Das sieht so verdächtig aus. Und diese Stelle in der Musik, die erinnert mich so extrem an früher. Dieses dip, dip, dip. Mhm. Ah, da komme ich gar nicht rüber. Ich will an das Item. Das muss was Tolles sein. Wie man es nimmt. Blattstein ist nicht schlecht. Brauche ich zwar gerade nicht. Okay, da komme ich nicht lang. Dann sind wir hier fertig. Sehr schön. Ha, hallo Zerschneiderbusch. Ich hasse dich. Oh, noch ein Käfersammler. Hallöchen. Was haben Mädchen bloß gegen Käfer-Pokémon? Tja. Also, ich habe ja so gegen manche Käferarten gar nicht. Ich mag Marienkäfer. Kleine Raupen finde ich eigentlich auch ganz süß. Und sowas halt. Aber ich hasse Spinnen. Bekanntlich. Ich kriege einen Schreikrampf, wenn ich eine Spinne sehe. Ich mag keine Heuschrecken oder Kellerasseln oder sonst was. Nein. Nein. Kann ich gar nicht haben. Naja. Und Schmetterlinge mag ich. Wobei,
Schmetterlinge von ganz nah auch gruselig aussehen. Muss man so sagen, aber ich gucke mir die normalerweise nicht von nahen an. Deswegen finde ich Schmetterlinge auch schön. Ich war mal im Urlaub in so einer Tropenhalle, da gab es Schmetterlinge, die waren... Wie groß waren die? Also wenn ich beide Handflächen von mir nebeneinander gelegt habe, dann hat man ungefähr die Größe von einem Schmetterling gehabt. Das sah auf die ein oder andere Art ein bisschen gruselig. So, weiß ich nicht. 20, 30 Zentimeter breite Schmetterlinge zu sehen. Aber es war auch irgendwie cool, muss ich sagen. Mein Gott. Ist das hier irgendwie das Jahrestreffen der Käfersammler mit ihren Bibor? Mensch. Überhaupt nicht übertrieben. Also wenn ich mal irgendwann einen Bibor brauche, dann weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Also irgendwie Bibor-Smetpool ist ja so die Standardkombination. Das war so ein bisschen einfallslos. Kennst du einen Trainer, kennst du sie alle. Die Invasion der Käfer-Pokémon. Das wäre gar kein schlechter Titel für den Part. Na, mal schauen. Bin ich jetzt endlich da? Nein! Nein! Route 2, nördlich nach Marmoria City, da komme ich her. Vertania City. Das Tor zum Indigo-Plateau. Sehr schön. Gut. Wo ist das Pokémon? Santa. Steht hier. Das immergrüne Paradies. Sehr schön. Ich würde sagen, wir schauen uns im nächsten Part hier in Vertania City ein bisschen um und werden uns dann vermutlich auch schon auf den Weg nach Alabastia machen. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon HeartGold und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.